Über Quoten sprechen bedeutet für mich erstmal einen Blick um mich herum zu werfen und zu gucken, gibt es eine Quote? Will ich diese Quote? Habe ich mich dafür entschieden? Ich würde sagen, in Deutschland gibt es eine Quote. Die ist da. Die passiert. Und zwar sind das plus minus 88% Männer in Führungspositionen in DAX-Unternehmen. Studien haben gezeigt, dass Teams, in denen mindestens 30% Frauen sind, effizienter arbeiten, diverser sind und die Machtverteilung mehr horizontal ist und weniger vertikal. Es gibt also keinen richtigen Grund, diese Quote aufrechtzuerhalten. Und doch wird irgendwie dieser Vertrag jedes Jahr so schweigend erneuert, den wir da so haben. Es ist so eine patriarchale Norm, die wir vielleicht als unveränderlich denken oder begreifen. Dabei ist es so, dass wenn zum Beispiel Berufe, die frauendominiert sind, von Männern erobert werden, dass die Bezahlung steigt, automatisch. Das reguliert sich selbst. Jetzt haben wir ein großes Problem. Die Oxfam-Studie hat 2020 im Januar uns gezeigt, dass weltweit 12,5 Milliarden Stunden Arbeit ohne jegliche Bezahlung geleistet werden und das von Frauen. Und ausgerechnet, dass wenn wir diesen Frauen ein Minimumgehalt zahlen würden, würden sie 11 Billiarden im Jahr umsetzen. Das ist 25 Mal mehr als Facebook, Google und Microsoft zusammen. Wenn einfach hier eine 50-50-Quote herrschte, wären die größten Probleme der Welt, würden sich mit der Zeit auflösen. Es gäbe da eine Bezahlung. Das würde ich gerne erleben, dass das passiert.